Hallo liebe Campingfreunde, wir sind auf der Messe in Magdeburg und heute möchte ich euch einen Weinsberg vorstellen, einen voll integrierten, und dazu habe ich den David hier. David, Hi. Stell dich mal vor. Hi, ich bin David vom Autohaus Pohl, Handelspartner von Weinsberg und Malibu. Wir sitzen in Burg Magdeburg-Schönebeck und sind heute hier in Magdeburg. Ja, und du hast einen voll integrierten, genau, in Weinsberg. Was ist das für eine? Genau. Wir haben heute hier stehen Weinsberg Karakore 650 MF. Ja. 6,99 Meter lang, 2,30 Meter breit. Der wirkt aber viel größer. Ja. Interessantes Fahrzeug. Ja. Gehen wir einmal rum. Ja, gerne. Ich sehe da hinten, die Heckgarage ist nicht so groß. Das heißt, da muss ein Queensbett drin sein. Nein, hier haben wir ein französisches Bett drin. Französisches Bett. Französisches Bett hat den Vorteil, man hat zwar ein etwas kleineres Bett, hat aber ein sehr großes Raumbad. Ja. Die Heckgarage, anders als beim MEG, das Fahrzeug kann ja ebenfalls 6,99 Meter bestellt werden. Dann haben wir mit Einzelbetten, dann hat man auch die Möglichkeit, von der Fahrerseite noch die Türen für die Heckgarage zu öffnen. Ja. Hat man mehr Platz. Hier aber wirklich ein sehr interessantes Raumkonzept. Okay. Aber fangen wir mal in der Heckgarage an. Ist jetzt momentan noch vollgestellt. Also es reicht im Prinzip aus, um seine persönlichen Sachen reinzuräumen. Okay. Campingstühle, Tische, das passt alles rein. Fahrräder müsste man sich... Fahrräder würden man hinten dran hängen. Genau. Genau. Okay, das nächste Fach ist bestimmt... Genau, hier ist der Gaskasten, der ist momentan verschlossen. Hier passen zweimal 11 Kilo Gasflaschen rein. Okay. Man kann optional auch mit dem Auszug arbeiten. Man kann eine Duo-Control einbauen, wer das wünscht. Das ist... Also hier gibt es eine Gasheizung in genau, dem Fahrzeug. Genau. Und ich sehe einen Absorberkühlschrank, das Richtig. Sieht man ja hier an den beiden Lüftungsschächten. Genau, wir haben einen großen Absorberkühlschrank mit drin. Heizung kann man hier entweder mit der Truma 4 arbeiten oder mit der Truma 6E. Okay, wir gehen mal ein bisschen ums Fahrzeug rum. Ich sehe hier gerade Bobettfelgen. Sieht sehr schick aus. Genau, Zubehör sieht man optional. Passt gut zum Fahrzeug. Ja, finde ich auch. Und vorne die schicken Scheinwerfer. Das wirkt natürlich richtig gut. Finde ich beim Karakore auch so ein sehr markantes Detail. Es gibt wenig Fahrzeuge. Also das ist eigentlich meiner Meinung nach mit das schönste Gesicht von Fahrzeug. Ja, sieht sehr schön aus, finde ich auch. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir den Diesel-Einfüllstutzen. Genau. AdBlue findet man dahinter auch. Richtig. Und was haben wir hier denn? Das ist die sogenannte Easy Travel Box. Da müssten wir jetzt mal einen Schlüssel holen, die haben wir leider nicht bei. Dort hinter sind die ganzen Absperrhähne, Wasser, Frischwasser. Okay. Dort haben wir eine Reinigungsklappe für den Wassertank und auch den Anschluss für Landstrom. Okay. Dann haben wir den Truma-Kamin. Genau. Ja, und hier hinten, was verbirgt sich da hinter dieser Die Toilette. Da ist die Kassette drin. Genau, die Kassettentoilette mit drin. Okay. Ja, hier haben wir das Heck. Ja, ich denke mal, wir gehen mal ins Fahrzeug. Ja, schöne Sitzgruppe hier sehe ich. Wir haben beim 650 MF wirklich ein sehr, sehr gutes Raumkonzept. Wie gesagt, wir verzichten ein bisschen auf ein großes Heckbett, so für eine große Liegewiese. Dafür eine sehr, sehr opulente Sitzgruppe mit einer großen Querbank noch dazu, wo normalerweise beim 650 MEG oder beim 700er die Küchenzeile sitzen würde. Ja, hier passen 6 Personen hin, ne? Ja. Wenn ich richtig gezählt habe. Schlafen wird zwar mit 6 Personen, aber... Ja, na klar, nee, aber es kommt ja öfters mal vor, dass Besuch kommt und da möchten wir auch gemütlich sitzen und das passt hier, ne? Dann haben wir vorne das Hubbett für die Kinder. Richtig, wir haben ein großes Hubbett mit drin. Das ist auch serienmäßig beim Karakore. Ja. Das ist immer ein ganz nettes Gimmick. Also für Familien super Auto. Ja, jetzt können wir natürlich das schlecht runterziehen, weil die Sitzlehnen noch hoch sind. Ja, wir haben hier ein mittelgroßes Heki mit Kurbel. Und hier haben wir dann noch ein paar Oberschränke, die in einer Linie durchgezogen sind. Das sieht ganz gut aus. Genau, alle mit Softglos versehen, das finde ich auch immer sehr schön. Ja. Ah ja, der Teekessel ist auch schon drin. Und nach unten schließt er von alleine. Ja, das finde ich sehr schön. Perfekt. Ja, was verbirgt sich denn hier unter? Hier ist, denke ich mal, eine Klappe. Genau, hier in der Klappe versteckt sich der optionale 27 Zoll Fernseher. Dieses Fahrzeug hat es nicht ausgestattet, aber kann mit dazu bestellt werden, zusammen mit einer Äußersatzanlage. Und fährt der Fernseher aus da? Ja, genau. Super. Ja, in der Küche sehe ich einen Dreiflämmer mit Piezozündung. Genau, ausreichend groß dimensioniert, sodass man auch wirklich mal drei Töpfe nebeneinander stellen kann oder die Kanne wie hier, großzügige Schubfächer.
Oh, die sehen schick aus. Genau. Da die Absperrhähne. Das mit der Beleuchtung kommt natürlich super. Gerade wenn man die aussieht, ist alles schön beleuchtet hier, ne? Ja. Sehr schön. Ja, hier haben wir bestimmt 230 Volt Steckdosen. Richtig. 2 Stück, ja. Super für die Kaffeemaschine. Die kann man hier auch oben positionieren. So eine kleine Kaffeekapselmaschine. Ja, hier ein Spritzschutz. Ja, wie sieht es denn hier aus? Hier haben wir nämlich schon das Schlafzimmer. Genau, das ist die Besonderheit bei diesem Auto. Normalerweise haben wir beim 650er Karakoro oder beim 700er immer 2 längs Einzelbetten, die auch zu einer Liegewiese umgebaut werden können. Ja. Hier hat man sich für ein französisches Bett entschieden, wie man es auch im Wohnwagenbereich kennt. Wir haben hier auf der linken Seite erstmal den Kühlschrank natürlich noch. Ja. Schlafbett. Der Lattenrost kann nach oben geklappt werden und dann hat man nochmal wie so eine kleine Heckgarage, die ich nochmal beladen kann. Super für Getränke. Auf der Seite haben wir den großen Kleiderschrank. Ja, das ist ja typisch in so einem Format. Und der ist immer riesig, ne? Also da hat man unheimlich viel Platz. Wir fahren ja gerade mit 4 Leuten weg und da sollte es schon diese Größe sein. Ja. Und der eigentliche Clou ist eigentlich das große Badezimmer. Oh, man darf nicht vergessen, wir sind hier bei 6,99 Meter. Aber ein breites Fahrzeug. Ja, genau. Wir haben ein großes Fenster mit im Badezimmer. Ja. Wir haben eine vollwertige Dusche, die auch wirklich eine gute Größe hat. Wir haben ein richtig schönes großes Waschbecken mit drin. Ja. Wie hoch ist das denn hier? Ist das schon fast 2 Meter? Ne? Das sind... definitiv 2 Meter. 2 Meter, ja, weil ich habe hier nach oben mindestens 2 Hände Platz, ich bin 1,80. Also sind 2 Meter und hier sieht man das Fenster und auf Toilette hat man auch richtig viel Platz und ich sehe hier ein riesiges Waschbecken, ja, das ist ja genial. Ja, das ist super genial. Und dann haben wir hier noch, push to oben, noch mal einen kleinen Schrank, passt auch einiges rein. Ja, oben ist noch ein Handtuchhalter und ein kleines Heki. Für Abluft ist gesorgt. Super. Ja, was ist das? Ach ja, der Absorberkühlschrank. Genau. Genau. Der hat 120 Liter, denke ich mal. Ne? Ja, genau. Mit Eisfach. Eisfach ist natürlich mit drin, ist ja Standard. Ist der an? Der ist an. Vielleicht wollen wir noch was zu trinken teilstellen. Genau. Ja, hier ist die Garderobe mit einem Spiegel. Sehr schön. Schalter für die Trittstufe und ich denke mal noch einen Lichtschalter. Genau. Ja, und da oben haben wir das Bedienteil. Genau. Die 2022er sind schon mit dem Thoma X-Netz-System ausgestattet. Da geht man wirklich mit der Zeit. Da ist Weinsberg echt schnell. Das muss man den lassen. Okay, und hier ist das Thoma Bedienteil für die Gasheizung. Hier haben wir noch oben einen Schrank. Den haben wir noch vergessen, Oberschrank. Genau. Ja, schickes Fahrzeug. Dann kommen wir doch mal zum Preis. Wo liegt der denn jetzt hier? Die Weinsberg Karakoro Modelle starten rund bei 52.000 Euro. Da kommen noch ein paar Grundpakete dazu. Man ist im Schnitt bei 55. Dann natürlich noch die Motorisierung. Im Schnitt liegen wir ungefähr mit einem gut ausgestatteten Fahrzeug bei rund, sagen wir, 60.000 Euro. Nach oben in der Küche keine Grenzen. Mhm. Wenn ich einen 700er ME gehe, richtig ausstatte, kann auch mal eine 90 vorstehen. Ja. Das ist dann aber wirklich schon bei Weinsberg. Aber der Einstieg ist schon relativ günstig. Der Einstieg ist super. Ja, der Einstieg ist super. Also in der Regel wird so ein Fahrzeug ja mit 160 PS genommen und Automatik, denke ich mal auch. Nur Vorsicht hier, Fiat hat 160 PS aktuell gestrichen. Habe ich gehört, ja. 2,2 Liter mit 140 PS und 180 PS. Ja. Die beiden dann aber auch kombinierbar mit Automatik. Dann wird es nochmal teurer, wenn man die 180 PS nimmt, ne? Ja. Den gibt es aber mit Automatik denn? Oder ja. Die 180 PS? Genau. Ist eine Preisfrage, 180 PS kreuzt man schnell mal 4.000 Euro an und dann gibt es nochmal Automatikgetriebe für nochmal 4.000 Euro. Das sind eigentlich auch so die Punkte, die so ein Auto schnell mal teuer machen. Es ist nicht immer der Aufbauhersteller. Das stimmt. Mhm. Aber ich denke mal, die 180 PS mit der Automatik würden zu dem Fahrzeug auch ganz gut passen. Da kommt man zügig vorwärts. Ja, also ist ja auch eine Investition fürs Leben, denke ich mal, so ein Fahrzeug. Genau. Ja, David, dann sage ich recht herzlichen Dank Gerne. Und wünsche weiterhin viel Erfolg hier auf der Messe. Danke. Also, bis dann. Ciao.